Herr Lukas! Hm? Herr Lukas! Jaha. Herr Lukas! Och, Mensch, Herr Unger, was ist denn? Herr Lukas, mir ist langweilig. Ihnen ist langweilig, da kann ich doch nicht dafür. Oh, ja, wirklich? Herr Lukas! Was ist denn, Herr Unger? Herr Lukas, erzählen Sie mir doch mal was Schönes. Also, soweit kommt's ja, noch. Ja, sitzen hier diese Blöde rum, erzählen Sie mir was. Was soll ich Ihnen denn erzählen? Na, eine Geschichte zum Beispiel, Herr Lukas. Bitte, 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 erzählen Sie mir doch mal eine schöne Geschichte. Und worum soll's gehen in der Geschichte? Na, um mich, Herr Lukas. Um Sie, oder was? Ja. Gut, alles klar, Herr Unger, auf Ihre Verantwortung. Herr Werner! Was ist denn los, Feuer Rentner? Herr Werner, kommen Sie schnell her, der Lukas, der erzählt uns jetzt eine Geschichte. Ich höre mich nicht. Oh, geil, geht los. Es war ein wunderschöner Samstagnachmittag am Stadtrand. Sonnig, friedlich und himmlisch ruhig. Wer ins Schwimmbad wollte, der war schon gefahren. Und wer dort war, der fuhr so schnell nicht wieder heim. Die Straße war leer und nur das leise Rauschen der Bäume war ab und zu hören. Zufrieden glänzte die ganze Welt rosig vor sich hin wie ein frisch gefetteter Babypopo. Auf der Wiese vor seinem kleinen, mit Efeu bewachsenen Häuschen saß ein schrumpeliger alter Mann bei einer Tasse Nierentee. Der Rentner Alfred Theodor Unger. Was sagen Sie, Herr Lukas, können Sie nicht ein bisschen lauter erzählen? Ich bin schon 84. Ihm gegenüber am wackeligen Campingtisch. Herr Lukas, tun Sie mir einen Gefallen. Bitte nicht so laut. Ihm gegenüber am wackeligen Campingtisch aus volkseigener Produktion flegelte sein bester Freund Harry Werner, der dem Opa wie immer Gesellschaft leistete. Möchten Sie eure Tässchen hier und die, Herr Werner? Dein Pullerwasser kannst du selber seifen für Rentner. Alles war in bester sächsischer Butter. Die Grillen zirpten. In der Ferne bellte ein Hund. Und die Vögel sangen um die Wette. Sagen Sie mal, Herr Werner, haben Sie sie noch alle oder was? Nee, jetzt fehlt einer. So, mal wissen, was, Öpe? Was ist schon mal was sagen? Was haben Sie denn, Herr Werner? Bei dir ist immer Flamme total geil. Meinen Sie wirklich, Herr Werner? Ja, ne, guck doch mal um hier, das ist doch herrlich, Flamme, das Häusel mit den Garten und so. Herr Werner, das freut mich von Herzen, dass es Ihnen hier gefällt. Es ist zwar nur ein kleines Häuschen, aber es ist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Was, ehrlich? Das ist das Wichtigste in deinem Leben, oder was? Natürlich, das Allerwichtigste. Wichtiger als deine Rente? Natürlich, wichtiger als meine Rente. Und wichtiger als dein Porsche? Viel wichtiger als mein Porsche. Und wichtiger als Sex, oder wie? Naja, es ist andererseits auch nur ein recht kleines Häuschen, Herr Werner. Und so vergingen die Stunden mit heiterem Geplauder. Ist das nicht schön? Die Stunden vergehen mit heiterem Geplauder. Nichts konnte an einem solchen Tag die Idylle stören. Nichts kann an einem solchen Tag die Idylle stören, Herr Werner. Genau so hatte sich Opa Unger seinen Lebensabend vorgestellt. Wissen Sie was, Herr Werner? Genau so habe ich mir meinen Lebensabend vorgestellt. Das hab ich mir schon gedacht, dass du das jetzt sagen tust, Opa. Weißt du was? Ich mach mir erstmal eine Dose Bier auf. Herr Werner, Gesundheit! Ja, so auf ein geiler Tag. Der Opa ist gesund und munter, ja. Oder, Opa? Ja. Ich hab ein Bier in der Hand und weit und breit kein Wessi in Sicht. Das ist klasse. Doch Harry Werner hatte sich zu früh gefreut. Draußen vor der Gartentüre hielt nämlich gerade eine schwere Limousine mit vergoldeten Radkappen, vergoldeten Türgriffen, vergoldeten Scheibenwischerblättern, vergoldeter Spurstange und vergoldeten Ventilverschlusskappen. Es war die Karosse von Wilfried Mollenbrüder. Sag mal, Opa, was war denn das? Was denn, Herr Werner? Ein bisschen doof oder was? Da haben wir gerade eine Halle geplagt. Ich habe nicht gehört, Herr Werner. Ich höre doch nicht so gut. Sagen Sie mal, ist da jemand? Hallihallo? Ne, da war's doch schon wieder. Sag mal, Opa, hörst du das jetzt mal oder was? Hallo, ist da wer? Schönen guten Tag, meine lieben Ossis. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Alfred Theodor Unger. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, junger Mann, das bin ich. Sag mal, wer sind Sie denn? Ja, ich bin der Wilfried Mollenbrüder aus dem wunderschönen Westdeutschland. Ach du Scheiße, Wessi-Alarm, Entdeckung! Jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen, Herr Werner. Es ist nicht alles schlecht, was aus dem Westen kommt. Alles ne, aber das meiste. Da muss ich jetzt sogar ein bisschen schmunzeln, Herr Werner. Aber schauen Sie mal, der hat uns doch gar nichts getan, der Herr Brüllenmöder. Mollenbrüder. Klugscheißer. Das ist aber wirklich ein schönes kleines Häuschen, was Sie da haben. Das freut mich aber, wenn es Ihnen bei mir gefällt. Jetzt kommen Sie doch erst mal rein. Wollen Sie vielleicht mit uns ein bisschen Abendbrot essen? Hier, der Herr Werner, der haut Ihnen was auf den Grill. Die Töfe oder was? Das fällt Eis, welchen Bödennebel. Ich wollte sowieso nichts von eurem DDR-Futter.
Aber wissen Sie was, wo ich jetzt schon mal hier bin, da kann ich doch auch im alten Sack nichts abschlagen. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ach, Babalabab, das geht Sie gar nicht an. Und jetzt fahren Sie schon auf die Zonenspeise. Und so holte Opa Unger Wurst und Brot und Butter und Käse und Wurstbrot und Butterkäse und setzte sich mit seinen Gästen an den kleinen, wackeligen Campingtisch. Harry Werner machte sich ein weiteres Bier auf. Gesundheit! Also, das eine gleich mal klar ist, das ist mir völlig egal, ob Sie das interessiert, aber ich bin ja heute zum ersten Mal in der DDR. Das klasse, dass du das endlich mal geschafft hast. Gibst du mir vielleicht mal einen Senf rüber, Möllenbrüder? Nö. Der reicht gerade mal für mich. Was hier ist, Arschgeige. Aber Sie könnten mir mal die Butter rüberwerfen. Alles klar. Aua! Sagen Sie mal, Herr Möllenbrüder. Ja, was ist denn? Was treibt Sie denn eigentlich in die neuen Bundesländer, Herr Möllenbrüder? Sind Sie hier jetzt geschäftlich unterwegs oder was? Ja, das kann man so sagen. Ach so, was wollen Sie denn hier? Ja, wissen Sie was, ich bin auf der Suche nach einem kleinen Häuschen mit so ein bisschen Grundstück, so was kleines, hübsches, so ein kleines Häuschen im Osten, dann wäre was Schönes für mich. Warum denn ausgerechnet im Osten, Herr Möllenbrüder? Ja, was denn? Ich habe doch sogar Verwandte im Osten. Was? Sie haben Verwandte im Osten? Ja, eine Tante von mir aus Bad Gelsenkirchen, die ist gerade eine Woche auf Rügen. Also jetzt hoch und blöd, du euer Mörder willst das jürte Lift wegschnaufen. Jo, was haben Sie denn gedacht? Ich habe sogar schon ein schönes Häuschen gefunden mit einem kleinen Grundstück dran. Das gibt nur ein Problem, meine Herren, das gehört gerade noch so einem alten Knacker aus dem Osten. Ach so? Und sagen Sie mal, Herr Müllenbrüder, kann das sein, dass ich den kenne, den alten Knacker? Jo, klar, das sind Sie doch selber. Was? Ich? Jo, ach, da wollen Sie wohl mein Häuschen kaufen, oder was? Aber natürlich, jetzt hat's der Opa endlich auch kapiert. Da kriegen Sie noch ein paar Mack für die Bude, ruckzuck geht das auf Ihre Mika-Rente obendrauf. Na, dann wäre doch klasse. Sie machen mal ganz schnell den Fisch hier und hauen ab ins Altersheim und ich krieg das Häuschen. So läuft also, das. Also, das tut mir leid, Herr Müllenbrüder. Vielen Dank für das Angebot, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Mein Häuschen behalte ich. Und ins Altersheim, da kriegen mich keine 10 Pferde. Ich bin doch ne Bläde. Mensch, Opa, jetzt spielen Sie doch hier mal nicht die Partybremse. Jetzt gehen Sie doch endlich ins Altersheim. Die warten doch schon auf Sie. Seit 20 Jahren. Nein, ich denke gar nicht dran. Ich gehe nicht ins Altersheim. Ich nicht. Nicht solange ich noch alle meine Sinne beieinander habe. Und zwar alle 5. Oder waren es 6? Herr Werner, jetzt helfen Sie mir doch mal. Was ist denn los, Opa? Wie viele Sinne hat der Mensch? Das ist schon ne. Sind Sie sich da sicher? Klar. Na also, Sie haben es gehört, Herr Müllenbrüder. Ich bin jedenfalls noch sehr, sehr gut beieinander. Und deswegen fällt die ganze Scheiße aus. Ich bin doch nicht blöd in der, hier, Herr Werner, jetzt helfen Sie mir doch mal. In der Birne. Ich bin doch nicht blöd in der Birne. Sie Pflaume. Sie Pflaume. Danke, Herr Werner. Na gut, dann eben nicht. Dann bleiben Sie halt wegen dem einen Jahr noch hier wohnen. Das ist mir doch egal. Wieso denn das? Was heißt denn hier wegen ein Jahr, Herr Müllenbrüder? Na, in einem Jahr, da wird das doch hier sowieso alles weggerissen. Was? Wieso denn das? Och, sagen Sie bloß, das wissen Sie wohl noch gar nicht. In einem Jahr wird das hier alles betoniert. Da wird eine neue Autobahn hier gebaut. Kapieren Sie das, Opa? Das gibt's doch gar nicht. Das überlebe ich, ne? Eine Autobahn oder was? Da muss ich hier wohl so oder so weg, oder was? Das ist doch der Wahnsinn, Opa. Das könnt ihr doch nicht mit dir machen. Ja, und sagen Sie mal, Herr Müllenbrüder, also wieso wollen Sie da ausgerechnet mein Häuschen kaufen? Weil ich so ein gutes Herz habe. Das mache ich doch aus reiner Menschenfreundlichkeit, Herr Unger. Was, ehrlich? Ich könnte Sie doch niemals anlügen. Großes Messi-Ehrenwort. Also wissen Sie was, Herr Müllenbrüder, mal ganz ehrlich. Sie sind ein feiner Mensch. Na also, passen Sie auf. Ich gebe Ihnen noch 5.000 Mark für die Bude. Und wie der Zufall so spielt, da habe ich sogar schon einen vorbereiteten Vertrag in der Tasche. Hier, passen Sie auf, das müssen Sie jetzt bloß noch unterschreiben, Sie Rentner. Naja, ich meine, was soll ich denn machen? Herr Müllenbrüder, wahrscheinlich haben Sie recht. Geben Sie her den Stift. Opa, Herr Öff, mach's, ne? Opa, Herr Öff! Wieso denn? Jetzt warte da erstmal ab, jetzt schlafe doch noch meine Nacht da drüber. Ja, wissen Sie was, das geht aber so nicht. Mein großzügiges Angebot, das gilt aber nur heute. Sehen Sie, Herr Werner, da ist es doch besser. Ich kriege überhaupt noch was für mein Häusel. Irgendwie muss ich doch auch meine Miete in Altersheim bezahlen. Herr Müllenbrüder, hier haben Sie Ihre Unterschrift. Wissen Sie was, ich bin ja so froh. Stellen Sie sich mal vor, ich auf meine alten Tage mit einer Autobahn vor der Nase. Herzlichen Dank, Rentnerchen. Das ist ja prima. Und am allerbesten ist, dass der alte Sack das Kleingedruckte nicht gelesen hat. Haben Sie was gesagt, Herr Müllenbrüder? Nee, nix. Ich muss übrigens jetzt auch ganz schnell weg. Ich mach mich tot. Und zurück blieben ein ratloser Harry Werner und ein trauriger Opa Unger. Gerade eben war die Welt noch in Ordnung gewesen und nun lag sie in Scherben. In das Gesicht des alten, schrumpeligen Mannes hatten sich
tiefe, 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 tiefe Sorgenfalten gegraben. Ach, Herr Jemine, Herr Werner, jetzt ist irgendwie alles aus. Das ist eine ganz schöne Scheiße, über ehrlich. Mein schönes Häuschen ist weg und ich muss ins Altersheim. Das habe ich mir irgendwie alles ganz anders vorgestellt. Aber ehrlich, du bist nicht eine tolle arme Sau, das hast du nicht verdient. Wirklich. Haferbrei werden sie mir geben und blödes Diätgemüse. So hier so pürierte Karotten und so eine Scheiße. Und lauter alte Omas, oh nee. Da hab ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, Herr Werner, lauter Omas. Und dann soll ich hier den ganzen Tag Torte essen und Eierlikör saufen. Und vielleicht noch stricken oder was? Scheiße. Eingequetscht zwischen lauter fetten Omas. Oh, begraben unter Bergen von Pralinschachteln und Bonbongläsern und Rheumadecken und Häkelkissen. Oh nee, hilf mir auf die Beine. Und die Oberschwester erst, Herr Werner, 250 Kilo Trockenmasse und ein Damenbart. Einen ganzen Rücken runter. Hör auf, Eva, ich werd taub, ich muss gleich kotzen. Und das Allerschlimmste ist, man wird mich vergessen, Herr Werner. Nicht wahr? Einfach vergessen. Und dann wird nach Jahren der Einsamkeit und der Stille eines Tages mein Telefon klingeln. Und es wird jemand dran sein, der... Der was? Der sich verwählt hat. Oh, Oma, bist du ein Mädel oder was? Jetzt hab ich dich nicht so. Ich komm dich immer besuchen in Altersheim. Du brauchst überhaupt keine Angst haben. Wir kriegen das alles hin, Fleimer. Nicht verzagen, Harry Werner fragen. Meinen Sie wirklich, mein lieber Herr Werner? Mit klar, großes Harry Werner Ehrenwort. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, mein lieber Harry. Wissen Sie, Sie sind manchmal so ein großes Arschloch. Und nu spenden Sie mir schweren Trost in dieser großen Stunde. Ah, ja, jetzt machen wir nur ins Hemd. Und außerdem, das Leben muss ja schließlich weitergehen. So kenne ich dich über. Wissen Sie was? Herr Werner, wir machen einfach das Beste draus und feiern den letzten Tag in meinem Häuschen mit einer kleinen Feier. Oh, genau, jetzt lasse mir feiern, über. Gib mir 5! 5, Herr Werner! Aber wir können doch nicht feiern, ohne was zu saufen. Der liebe Opa Hunger, der hat doch alles im Haus, Herr Werner. Ich habe in der Küche noch eine Palette Dosenbier für Sie. Ich sag mal, was saufst denn du? Ich? Ich schütte mir einfach eine Pulle rum in meinen Nierentee. Ab geht er, der Peter! Gesundheit! Und weißt du was? Jetzt wird gesungen. Das ist eine sehr gute Idee, Herr Werner. Was wollen wir denn singen? Na hier, New York, Rio, sei Fenster. Das ist doch kein schönes Lied, Herr Werner. Naja, na, und was ist denn schön? Kennen Sie das Lied von der Schungmüllerin, die obenrum zu wenig anhat? Nee, kenn ich nicht. Schade, ich auch nicht. Mal überlegen, sagen Sie mal, kennen Sie vielleicht das Lied von den Schungmädchen, das total in den netten Opa von nebenan verknallt ist? Über Herr Rolf, so ein Lied gibt's doch gar nicht. Was? Nicht? Na, dann wird's Zeit, dass mal jemand so ein Lied schreibt. Aber du bist doch blöde. Sagen Sie mal, Herr Werner, hatten Sie eigentlich eine Aktentasche dabei? Warum übertriefelst du auf oder was? Ich habe doch keine Aktentasche. Ich bin doch eine blöde. Also gucken Sie doch mal neben Ihren Stuhl, da steht doch eine Aktentasche. Ne, Na, die hat der Herr Mollenbröder hier vergessen. Na ja, die Sau. Löst was auf, die machen wir gleich mal auf. Geben Sie her, das Schweineleder. Und über, was ist denn drinnen? Mal schauen hier, ein Pausenbrot. Eine Zeitschrift. Was ist denn das für eine? Da geht's um große Titten. Oh, geil, gib mir her, da will ich gleich mal neigen. Nicht, nehmen Sie Ihre ungewaschenen Finger weg, Herr Werner. Was ist denn das hier? Herr Werner, hier drinnen sind Unterlagen. Unterlagen? Das ist ein Gutachten über die Erdölquelle in der Dorfstraße 12. Was ist los? Sag das nochmal. Erdölquelle in der Dorfstraße 12. Gibt's doch gar nicht. Was denn? Na Mensch, Opa, du bist doch Dorfstraße 12. Ja, ne und? Oh, na weißt du, was das heißt? Die Ölquelle ist verdammt nochmal hier unter deinem Garten. Hier, überall guckst du mal oben unter deinen Tomaten, unter deinen Brombeeren und unter meinem Bier. Was? Öl im Garten? Ja. Da schmecken doch dann die Radieseln nach Benzin. Oh, Opa, jetzt scheiß auf die Radieseln. Ja, Herr Werner, das mache ich. Das tut den Radieseln sehr, sehr gut. Oh, Opa, begreifst du nicht, was das heißt oder was? Eine Ölquelle. Ölquelle, Ölquelle. Da brauchen wir jetzt nur noch eine Essigquelle und dann können wir unseren schönen Salat machen. Opa, du Klöppi, weißt du nicht, was das heißt oder was? Wir sind reich. Wir sind reich? Wieso denn das? Oh, über, weil das eine Goldgrube ist. Sie wollen mich wohl verarschen? Eben war es noch eine Ölquelle. Oh, das meine ich doch. Pass auf, über, ich erkläre das noch einmal langsam ins Mitschreiben. So eine Ölquelle, das ist vielleicht mal eine Goldgrube. Damit machen wir einen Haufen Kohle. Ach, Kohle auch noch, oder was? Erst Öl, dann Gold, dann Kohle. Was kommt denn als nächstes? Haben Sie vielleicht beim Bubeln Diamanten gefunden, oder was? Erzählen Sie mir doch hier keine Scheiße. Oh, über, ich werd gleich blöde. In den Gutachten steht's doch drinnen. Ah! Ich Esel.
Ich habe das Grundstück mitsamt meinem Häuschen doch jetzt gerade den Herrn Mollenbrüder verkauft. Dem freundlichen Mann aus dem Westen. Aber wieso bauen denn die in der Autobahn auf eine Ölquelle? Oh, Über, das hat er doch bloß rausgehauen, weil der sein Haus wollte wegen den Erdöl, das ist doch ganz löke. Ach du Scheiße, na eben. Da sagen Sie mal, bin ich denn doof, Herr Werner? Da hat mich der Mollenbrüder ja total reingelegt. Herr Werner, was machen wir denn da jetzt? Nur hin und her, weit kann der doch noch nicht sein. Herr Werner, der kann was erleben. Wisst ihr was, Über, wir nehmen da einen Porsche. Na klar, ich habe doch eine Porsche. Komm, hast du auch genug Sprit in deinem Porsche? Natürlich, Herr Werner. Im Handschuhfach ist eine Flasche Doppelkorn. Opa Unger und Harry Werner rannten in die Garage. Dort stand Opa Ungers knallroter Porsche mit einem zartrosa Häkelüberzug. Ein wunderschönes Fahrzeug. Auf der Hutablage eine frische Rolle Toilettenpapier, daneben ein Dackelwackel. Oh, Christoph aufs Maul, wir haben's vielleicht mal eilig. Los, Opa, steige ein, ich fahre. Nicht! Ich fahr! Sie haben wohl was an der Klatsche! Ey, Opa, pass auf, das muss vielleicht mal schnell gehen hier! Na dann stellen Sie sich schon mal vors Auto! Wieso denn das? Vor Antritt jeder Fahrt ist die Signalanlage des Kraftfahrzeugs auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen! Haben Sie geschlafen mit der GSD? Oh, nee! Geht's Licht? Ja! Geht der Blinker? Ja! Nee! Ja! Nee! Ja! Und das Bremslicht? Oh, jetzt reicht's, machen die Schnüber auf den Beifahrerstühlen, halt, Fresse, Rentner! Schlüssel her, oder das rümpelt den Karmarkstatt! Halt dich fest, Opa, es geht los! Oh, was soll denn das? Weiß nicht. Ich glaube, ich war blöd. Opa, wieso fährt denn die Scheiße, ne? Was haben Sie denn, Herr Werner? Oh, ich gebe hier Gas wie ein Blöder, aber deine Scheißkarre fährt bloß 25. Natürlich, ich habe ja auch eine 25 hinten dran. Herr Werner, was machen Sie denn? Ich denke, wir haben es eilig. Du hast mir anders gewählt. Jetzt frisier ich die Karre. Und wenn Harry Werner etwas ganz besonders gut konnte, dann war es Autos frisieren. Mit ganz wenigen Handgriffen und ein bisschen gutem Zureden. Löst du Scheißding, ich haue dich auf den Schrottplatz. Sie sind nicht so grob zu meinem Auto, Sie Schungschorschnösel, Sie. Oh, das geht ja ab hier, geil. Oh, was ist denn mit dir da vorne? Sag mal, fährst du mal? Was war denn das, Herr Werner? Ich hab die Hübe gleich mitfrisiert. Herr Werner, ich glaube, mir wird schlecht. Könnt ihr ja nicht ins Auto. Sag doch. Ich kann in mein Auto kotzen, so viel ich will, Herr Werner. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Straße. Attacke! Da vorne ist er, an der Kreuzung. Mein Bruder, sein Mercedes. Na eben, Herr Werner, hinterher. Los, Vollgas, die Schlaftablette. Ist ja gut. Feuer, Marianne! Oh, Über, du nervst! Kavallerie, vorwärts, Marsch! Oh, Über, jetzt halt doch mal deine Klappe, ich muss ja vielleicht auf die Straße klotzen! Volle Fahrt voraus, Kapitän Werner! Halte jetzt deine Fresse, sonst läufst du! Sie können mir doch nicht in meinem eigenen Auto den Mund verbieten, Herr Werner, das muss ich hören! Grüßen jetzt am Mollenbrüder hin! Los, Über, sag was! Ich darf ja nichts sagen! Ich hab ja seit Neuestem die Fresse zu halten hier! Das sind ja ganz neue Sitten in meinem Auto. Du sagst schon. Nö, wenn ich mal was sage, dann heißt es ja immer gleich, der Beifahrer soll die Schnauze halten. Oh, Über, ich werd gleich blöd. Rechts oder links, was jetzt hier? Links, sieht Lobby. Das war rechts. Oh, und was jetzt? Na, jetzt zweimal links. Das war immer zu viel. Scheiße, wo waren wir doch schon mal? Links, rechts und vor und zurück. Über, die bist bleiben total doof. Nee, aber noch links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß, das bringt Glück. Da vorne ist er, der Mollenbrüder. Gleich haben wir, Herr Werner. Alte Prothese zusammen, Über. Ich muss jetzt mal Gas geben, kurz. Alles klar, Herr Werner. Scheiße. Was? Da ist noch ein Zufall. Na klasse, das war's. Fahren Sie rechts dran, Herr Werner. Aber der Mollenbrüder hält uns ab, Über. Das geht nicht. Na und? Da können wir jetzt gar nicht mehr machen, Herr Werner. Ich will jetzt nicht über den Rauscher mit den Bullen. Und so musste Harry Werner wohl oder übel auf die Bremse treten, während Wilfried Mollenbrüder an der nächsten Ecke verschwand. Harry hielt am Straßenrand an und kurbelte das Fenster herunter. Über dein Fenster quietscht. Na, sonst hört man's doch nicht, Herr Werner. Bürger, steig, Polizei. Was ist los? Stopp, Polizei. Ach so. Guten Tag, Peter Hart, Bürgermeister Fischner. Die Bürger werden unaufgefordert aufgefordert, zum Fehlverhalten Stellung zu nehmen. Ich sage mal salopp, na, ha,
Was haben wir denn falsch gemacht? Los, über Sache, was mir fällt, nicht ein. Ich frage hier nicht zum Spaß, bitte beantworten Sie meine Frage. Wir sagen mal, kann ich hier irgendwas gewinnen? Bürger, aus polizeitaktischen Gründen bin ich von dieser Bemerkung nicht erheitert. Zu schnell fahren und dann frech werden, das haben wir ganz besonders gerne. Bitte mal den Führerkasten, Verbandstreik und den Warnschein, bitte. Sag mal, Opa, hast du sowas? Nee. Was hast denn du überhaupt? Ich habe Angst. Ich hatte sie bereits mehrfach aufgefordert, das Führerdreieck, den Verbandsschein und den Warnkasten unaufgefordert vorzuzeigen. Was ist denn hier, Führerschein, Verbandskasten und Warndreieck oder was? Na, Bürger, was hab ich denn gesagt? Alles klar, ist gut. Weißt du was? Einfach nicht aufregen. Hier sind die Fleppen. Guck her, steht groß und breit über Hunger drauf. Können wir uns weiterfahren oder was? So schnell geht das hier leider nicht, Bürger. Ich pass mal auf hier. Herr Polizist, wir haben's eilig. Wir sind hier hinter dem Möhnbrüder her und der hat den über Hunger beschissen. Ja, genau. Beschissen hat er mich, Herr Kommissar. Los, aber wir machen es kurz mit dem ABV. Persönliche Angelegenheiten sind für die Ermittlungsorgane von untergeordnetem Interesse. Aussteigen! Brentner kann im Fahrzeug bleiben. Hätten Sie etwas gegen einen Alkoholtest einzuwenden? Was wollen wir uns saufen? Bürger, offensichtlich muss ich Ihnen den Sinn dieser polizeilichen Maßnahme noch einmal in aller Breite erläutern. Oh nee, jetzt komme ich ja aus der Soße. Ich hab's gesagt, wir haben's eilig. Kapieren Sie das nicht, oder was? Hier ist ein Röhrchen. Ich fordere Sie nun auf, kräftig zu blasen. Wenn das Röhrchen grün wird, dann haben Sie was getrunken. Und wenn's rosa wird, dann bin ich wohl über Nacht schwul geworden. Herr Werner! Hier reinblasen, oder was? Sag mal, Opa, was soll ich denn jetzt machen? Ich hab vielleicht mal ein ganzes Tag Bier gezöffen. Da sollten Sie aber jetzt mal zum Wein greifen. Wieso? Na, Wein auf Bier, das rate ich dir. Bürger, ziehen Sie bitte die Maßnahmen unnötig in die Länge. Bitte blasen Sie ins Röhrchen. Na, 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 na. Nicht so zaghaft blasen, Bürger. Ja, doch. Da wird das Röhrchen ja nie steif. Haha. Bürger, wird bald. Jo, jetzt habe ich zu fest geblasen. So, Bürger, jetzt müssen wir den Test wohl oder übel wiederholen. Gib her die Scheiße. So, Bürger. Langsamer. Noch ein bisschen. Und stopp! Warte, da geht noch was rein. Das hab ich jetzt nicht gewollt. Darf ich an dieser Stelle mal etwas Außerdienstliches sagen? Was denn? So eine Scheiße töten alle. Sag mal was anderes, du Weltmeister. Was hast denn du da am Gürtel hängen? Bürger, meinen Sie meine Dienstbewaffnung? Nee, andere Seite. Es handelt sich hierbei um Handschellen. Sozusagen unser polizeiliches Abführmittel. Ja, genau so was hat der Mandy auch schon mal mit Häme gebracht. Aha, die Dame ist vermutlich eine Kollegin. Nee, SM. Geil. Gib mir mal her, die Scheiße. Wie geht denn das mit den Dingern? Es handelt sich hierbei um das Modell Clayuso 12. Das ist der Nachfolger von der 11. Davor gab es die Clayuso 10. Und wie es weitergeht, das können Sie sich ja denken. Und du meinst wohl, das kriegst du gar nicht so einfach wieder ab, oder was? Wir sagen immer, ziemlich ausgeschlossen, wenn zugeschlossen, Bürger. Da kommt man nicht so schnell raus aus dem polizeilichen Gewahrsam. Ha, ha, ha. Sag mal, Jörg, ob ich das mal ausprobieren kann, oder wie? Aber sicher, Bürger. Hier, bitteschön. Ich hoffe, Sie haben keine fettigen Finger. Das haben die Clayuso 12 nicht so gerne. Ordlose, gib her die Hand, Fischner. Bitte sehr, Bürger. Aber nicht zu fest verschließen. Ich bin ja kein echter Verbrecher. Sie verstehen. Und sagen Sie mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich die andere Seite jetzt an den Dachgepäckträger hier von den Burschen festmache? Dann sitze ich fest. Klappe zu, Appetit, aus und vorbei. Haha, sehr witzig. Widerstand völlig zwecklos. Verhaftet sozusagen. Haha, mit den eigenen Handschellen. Alles klar. Bist du dir sicher, dass du da nimmer wegkommst, Fischner? Bin sehr zufrieden. Ich komme hier nicht weg. Festgeschlossen mit der Clayuso 12. Da hänge ich hier noch in 100 Jahren. Geht in Ordnung. Komm über, wir hauen ab. Oh, Herr Werner, ich muss schon sagen, das haben Sie wirklich prima hingekriegt. Fischner, mach's gut. Harry Werner hatte den Polizeihauptobermeister Fichtner am Dachgepäckträger von Opa Ungers Porsche festgeschlossen. Schnell rannten die beiden zu Fichtners Polizeiauto, um so schnell wie möglich zu verschwinden. Moment, Bürger, das können Sie nicht machen. Die Finger weg von meinem Streifenwagen. Hohoho, klasse, Herr Werner, ich wollte schon immer mal Polizeiauto fahren. Sagen Sie mal, wissen Sie, wie man so ein Ding fährt? Ich fahr doch nicht zum ersten Mal Polizeiauto. Ehrlich? Aber immer nur auf dem Rücksitz. Jetzt fahren Sie schon los, Herr Werner. Geben Sie Gas, Herr Werner. Sagen Sie mal, was ist denn das eigentlich für ein komischer Knopf hier? Wir drücken doch mal drauf. Inzwischen hatte Wilfried Mollenbröder seine 7 Sachen geholt und war zurück zu Opa Ungers Häuschen gefahren, um sich dort breit zu machen.
Und Wilfried Mollenbrüder wäre kein Bösewicht gewesen, wie er im Buche steht, wenn er dabei nicht sein gemeinstes, sein fiesestes, sein hinterhältigstes und abscheulichstes Lachen gelacht hätte. Was denn, Lukas, die Märchenonkel, was denn nun noch alles? Also bitte, Herr Mollenbrüder, das steht hier so im Buch. Na gut. Haha, ist das in Ordnung? Nee, Herr Mollenbrüder, gemein, fies, hinterhältig und abscheulich. Bitte machen Sie es nochmal. Haha. Hahaha, ist das gut jetzt oder was? Das war schon sehr abscheulich und auch ein kleines bisschen gemein, aber vielleicht geht's noch ein bisschen fieser und hinterhältiger. Herr Lukas, und jetzt mal weiter, Sie Spaßvogel, ich will auch mal nach Hause. Und Wilfried Mollenbrüder hatte gut lachen. Denn im Kleingedruckten seines Vertrages stand, dass er mit sofortiger Wirkung der neue Hausherr in Opa Ungers Häuschen sein würde. Und daher machte er sich sogleich daran, das Schloss auszuwechseln und das etwas altmodische und angestaubte Mobiliar des rüstigen Rentners aus dem Fenster zu schmeißen. Was ist denn das hier? Oh nee, das ist aber scheiße schwer, die DDR-Sessel. Und was ist das hier? Plauner Spitzendeckchen. Igittigit, na das haben wir gerne. Keine Zähne, aber das Mundgeklöppelte überall rumliegen lassen. Oh, aber was ist denn jetzt los? Ich höre wohl nicht richtig. Da. Jetzt hat mir der DDR-Rentner doch nicht etwa die Bullen auf den Hals gehetzt. Herr Werner, gucken Sie mal. Bei mir brennt ja Licht. Na, Sag mal, Öber, du bist doch gar nicht daheim. Ja, nicht, dass ich vielleicht vergessen habe, wegzugehen. Das wäre natürlich was anderes. Das ist ja wirklich ganz schön eigenartig. Wieso hängt denn hier meine Rheumadecke über dem Zaun? Guck mal, Opa, dort liegen deine Sofakissen. Was ist denn hier los? Komm, Herr Werner, da gucken wir gleich mal nach. Hopp, Opa, schließe auf. Ja, warten Sie mal, wo habe ich denn den Schlüssel? So, Herr Werner. Herr Werner, sagen Sie mal, ich glaube, ich wäre blöd, das geht nicht auf. Wieso? Na, ich weiß es auch nicht. Du stecke den Schlüssel ins Schloss, Opa. Das geht doch aber nicht, nein. Lass mich mal, Opa. Mit reinstecken kenne ich mich aus. Sag mal, Opa, weißt du was? Du hast dir mal ins Schloss ausgetauscht, vielleicht mal. Das geht wie los, oder was? Hallo? Ist da einer, oder was? Hallo? Hallo? Sofort aufmachen! Aber fix! Opa, guck mal dort oben am Fenster. Der Müllenbrüder, ich wär bläde. Hauen Sie ab, Sie alte Rentnerschwuchtel. Sie haben hier überhaupt nichts mehr verloren. Das gehört jetzt alles mir. Schnappen Sie Ihren arbeitslosen Freund und verduften Sie. Oh, Müllenbrüder, Sie haben mich beschissen. Jo, das ist von der Sache hier richtig. Haben Sie ganz schön Pech gehabt, was? Ich weiß alles, Herr Müllenbrüder. Und das mit der Autobahn, das war gelogen. Aber gut gelogen, ne? Das müssen Sie jetzt aber auch mal zugeben. So. Und jetzt sag ich Ihnen mal was, das ganze Geschäft ist hiermit null und nichtig. Das ist aber nicht so einfach, Sie Ostblock-Rentner. Solange ich den Vertrag mit Ihrer Unterschrift habe, da haben Sie gar nichts mehr zu melden. Da gehört mir das Grundstück mitsamt der dicken, fetten Ölquelle. Das ist mir jetzt scheißegal mit dem Scheißvertrag. Ich zähle bis drei, dann sind Sie ja verschwunden. Kapiert? Eins? Da fürchte ich mich aber. Zwei? Gleich ist es um mich geschehen, da warte ich aber drauf. Drei? Na sowas, wer hätte denn das gedacht? Das habe ich ja gerade noch mal überlebt. Herr Müllenbrüder, Sie haben mich wohl nicht verstanden, oder was? Ich gebe Ihnen eine allerletzte Chance. Ich zähle nämlich jetzt noch mal bis drei. Eins? Oh, das ist so langweilig. Zwei? Hinlegen, hinlegen, Rentneralarm. Drei? Aha, Sie haben es nicht anders gewollt. Herr Werner, nehmen Sie Ihr Handy und rufen Sie die Bullen. Mach ich, geht in Ordnung. Was? Hallo? Sind dort die Bullen? Ja, grüß euch, hier ist der Harry Werner. Hier, könnt ihr mir eine Streife in die Dorfstraße 12 schicken, oder was? Das ist vielleicht mal ein Notfall. Hä? Ja, von mir aus. Ja, oh, komm jetzt hier, Mord und Totschlag, die ganze Palette rollt. Ja, komm, Hauptsache, es kommt jetzt einer. Oh, ja, wir warten. Alles klar. Opa, gleich kommen Sie. Herr Mollenbrüder, bleiben Sie, wo Sie sind. Gleich werden Sie verhaftet. Tati, tata. Tata, tü. Geht's weiter? Aha, tata. Tati, tata. Hatte ich Tati schon? Tata. Ach du Scheiße, das ist ja mein Porsche. Mit den Vöbeln vorhin. Guten Tag, Polizei. Bürgermeister Fischner, was ist denn hier vorgefallen? Was ist das für eine komische Sirene? Bürger, ich bin Sie hier mit dem Verständnis. Das geht nicht anders. Hier ist kürzlich der Streifenwagen missbräuchlich entwendet worden. Ach nee, wer macht denn sowas? Bei den Tätern handelt es sich über einen Berufslosen sowie einen Rentner. Moment mal, Sie kommen mir bekannt vor. Sie sind doch die beiden flüchtigen Personen. Herr Werner, schnell in den Porsche und weg! Auf drei, Öber! Drei, Herr Werner! Haltet den Rentner! Opa Unger und Harry Werner mussten sich für diesen Abend geschlagen geben.
Traurig machten sie sich auf den Weg zu Harry Werners Wohnung im Plattenbau am Rande der Stadt. Dort wohnte Harry mit seiner Freundin Mandy und den Söhnen Jens und Tino. Mandy, ich habe jemanden zehn Übernachten mit Heme gebraucht, dass du Bescheid weißt. Was machen die Kinder? Hallo, Jens! Tino! Hallo, Mama! Das sind aber brave Kinder, die sie da haben, Herr Werner. Die müssen erst mal sehen, wenn die nicht gerührt haben. Was ist denn, du schläfst halt auf der Couch? Danke, Herr Werner, das ist lieb von Ihnen. Dann können wir setzen uns erst mal her. Ach, danke. Oh, meine alten Knochen. Sorry, aber mein rechtes Bein tut mir weh. Das ist es, Alter, über. Reden Sie doch kein Quatsch, Herr Werner. Mein linkes Bein ist genauso alt und das tut nicht weh. Also, das war eine Scheiße heute. Ja, Herr Werner, das können Sie laut sagen. Das war eine Scheiße heute. Das war laut genug, Herr Werner. Die Sache ist total verzwickt. Der Mollenbrüder sitzt in meinem Häusel und wir kommen an den Vertrag nicht ran. Ich weiß, was noch schlimmer ist. Der Fischler, der bekleppte Bulle, der hilft den Mollenbrüder auch noch. Ja, da können wir uns den Mollenbrüder gar nicht schnappen und den Vertrag abnehmen. Das ist eine Scheiße, sag ich Ihnen. Was machen wir denn jetzt? Wisst ihr was, Herr Werner? Ich weiß mir bald gar nicht anders zu helfen, aber ich glaube, ich muss mal hingehen zu den König Kurt. Zehn König Kurt oder was? Ja, klar, zehn König Kurt. Das ist in Märchen immer so, Herr Werner. Wenn nicht mehr geht, dann geht man zehn König. Weißt du, du denkst wohl, der regelt die Scheiße dann oder was? Ja, natürlich, im Märchen ist es zumindest so. Also, weißt du was, dann müssen wir auf Eis probieren. Das machen wir aber morgen. Ich brauche jetzt auch schon mal Bier. Herr Werner, Gesundheit. Opa Unger verbrachte eine unruhige Nacht mit unruhigen Träumen auf dem Kortsofa. Am nächsten Morgen wurde er von seinem Freund Harry Werner zärtlich geweckt. Opa, aufstehen, dein Zug fährt. Ich denke, du willst den König Kurt. Oh, Herr Werner. Opa, du musst aufstehen, dein Zug fährt. Herr Werner, der Zug fährt auch, wenn ich nicht aufstehe. Pass auf, Opa, das eine sagst du, dass ich hier keine Wärmestube mache, hätte ich jetzt hoch hier. Das kann doch bitte wahr sein. Aufstehen. Oh, ist ja gut. Oh, ich habe einen Brand. Oh, hier steht ein Glas Wasser, Klasse. Damit, das schmeckt ja total scheiße. Natürlich, Herr Werner. Da sind ja auch meine Zähne drin. Und Opa, hast du was Geiles geträumt oder was? Nee, ich habe was geträumt, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Was hast du denn geträumt? Pass auf, ich hab geträumt, ich wäre eine farbige Fußpflegerin und ich hätte elektrisches Licht in der Hosentasche. Und ein Schild hab ich um den Hals gehabt, da stand drauf, bitte nicht nach Burgstedt. Und dann hält plötzlich direkt neben mir ein Bus und eine klatschenfette Frau fällt aus dem Fenster voll auf mich drauf. Also so einen blöden Traum kannst du auch bloß du haben, Opa. Mach dich fertig, ich bringe dich zum Bahnhof. Opa Unger fuhr mit dem Zug in die Hauptstadt und erreichte schließlich den königlichen Palast. Als er an den gut gelaunten und wohlgenährten Wachen vorbei in den Thronsaal ging, wurde sein Erscheinen von Fanfaren angekündigt. Auf einem kleinen, mit rotem Samt bezogenen Thronsessel saß der kugelrunde kleine König Kurt und blinzelte mit schläfrigen Äuglein über seine dicken, roten Bäckchen. Der sächsische Monarch duftete angenehm nach Bratwurst. Ich grüße Sie unterdänigst, mein lieber Herr König Kurt. Dankeschön, die Blechbläser können jetzt mal Pause machen. Weswegen ich hier bin, mein lieber König. Also was mich zu Ihnen führt, mein lieber König. Oh, jetzt hört doch mal auf mit der Scheiße, was soll denn das dauern? Entschuldigung, Majestät. Ich komme sozusagen mit einer wichtigen Bitte, mein lieber König Kurt. Hm? Es geht mir sozusagen wegen einem gewissen Herrn Mollenbrüder. Hm? Ja, der hat mich beschissen. Wissen Sie was, jetzt sitzt er an meinem Häusel rum und macht mir eine lange Nase, die Drecksau. Und wissen Sie, das ist das schönste Häuschen auf der ganzen Welt. Mit Radieschen und Petersilienkorb und einer richtigen Ölquelle. Wissen Sie, und wenn ich mein Haus nicht mehr hab, dann muss ich ins Altersheim. Und im Altersheim, da kann man nur zwei Dinge machen. Eierlikör saufen und Karten spielen. Und das ist doch scheiße. Da hätte ich nämlich mal die Bitte, dass ich den Mollenbrüder dort mal rausschmeißen lassen aus meinem Häusel. Und dass ich ihn mal einsperren, weil er nämlich ein Verbrecher ist. Hallo? Herr König? Herr Kurt? Das ist ein komischer König. Oh, nee. Jetzt war Opa Unger wirklich sauer. Schnurstracks eilte er zurück zu Harry Werner, um nun die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Herr Werner,
Jetzt reicht mir's, jetzt greifen wir durch. Was ist denn los? Ich habe genug, Herr Werner. Wir werden die Sache jetzt ein für alle Mal regeln. Jetzt gibt's richtig Ärger. Ich sag Ihnen was, ich bin schon mal mit dem Panzer nach Russland und zu Fuß wieder nach Hause. Da werde ich hier auch nicht klein beigeben. Was sollen wir machen? Als erstes brauchen wir eine ordentliche Kriegsbemalung. Sag mal, was machst denn du da? Das wird meine Kriegsbemalung. Das ist doch Haftcreme. Na klar, ist das Haftcreme. Das ist die offizielle Kriegsbemalung für Senioren. Ach so. Und Sie, Herr Werner, Sie fahren jetzt in die Stadt und besorgen folgende Sachen. Eine Säge, Schnur, ein Megafon, eine Spritze, einen großen Teller Quarkkeulchen und aus der Apotheke holen Sie bitte einen halben Liter Rizinus. Rhinoceros? Rizinus. Das kann ich mir nicht alles merken. Ich schreibe Sie auf den Zettel, Herr Werner. Wie brauchen wir die ganze Scheiße? Das erfahren Sie noch früh genug, Herr Werner. Jetzt beeilen Sie sich, dass Sie das alles noch zusammenkriechen, bevor wir die Läden zumachen. Alles klar. Während Harry Werner eilig seine Einkäufe erledigte, hatten sich in Opa Ungers Häuschen Wilfried Mollenbrüder und der Polizeihauptobermeister Fichtner gegen Opa Unger verbündet. Bürger Mollenbrüder, Sie erhalten von mir meine volle Unterstützung. Wir von den bewaffneten Organen haben die Sache im Griff. Sie brauchen sich überhaupt keine Waffel zu machen. Jo, sehr gut. So gefällt mir das. Der Tatbestand liegt aus meiner kriminalpolizeilichen Erfahrung klar auf der Hand. Der Rentner und der Berufslose sind gesetzlose Elemente. Genau, da muss man den anständigen Bürger auch mal ordentlich schützen hier. Ich werde aus diesem Grund das Gelände unter Polizeischutz stellen. Heute Nacht schiebe ich Wache. Harry Werner kehrte voll bepackt mit seinen Einkäufen zurück. Dann fuhr er mit Opa Unger zum Häuschen, um dort vor der Gartentüre in Stellung zu gehen. Herr Werner, eine richtige Belagerung beginnt mit der psychologischen Zermürbung des Gegners. Mit der was? Mit der psychologischen Zermürbung. Das bedeutet, wir gehen den einfach tierisch auf den Sack. Vielleicht gibt er ja freiwillig öfter mal einen Bruder. Ist klar. Und wie soll das gehen? Lassen Sie sich was einfallen. Nehmen Sie die Flüstertüte. Los geht's. Ist klar. Mein Bruder, Dreckschlimmer, herhören. Zicke-Zacke, Hühnerkacke, hey, hey, hey. Herr Werner, das geht so nicht. Das macht doch den Mollbrüder keine Angst. Lassen Sie sich mal was anderes einfallen. In Ordnung. Zieht den Bayern die Leberhosen aus. Leberhosen aus. Leberhosen aus. Ist es besser? Ja, Herr Werner, langsam wird's. Mein Bruder, du wirst am Telefon verlangt. Komm, gib auf die Flamme. Du hast keine Chance. Ergib dich, kleine weiße Friedenstaube. Schauen Sie mal, Herr Werner, schon geht's Fenster auf. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn, Sie ostdeutsche Krawallschachtel? Mein Blödmann, mein Blödmann. Dann nehmen Sie doch mal was, das kann doch hier nicht so weitergehen. Augenblick, ich werde umgehend mit den gleichen Mitteln zurückschlagen. Bürger, stellen Sie umgehend die Lautsprecherdurchsage ein. Mit mir hilft nicht über Wolfhangwiese, Brassblüsse, Sorgen, das geht vielleicht noch ganz fix hier. Und ich sage dir noch was. Aua! Herr Werner, wenn Sie mit mir reden, bitte ohne das Scheißding. Was soll ich denn noch sagen? Sagen Sie den Mollenbrüder, dass er rauskommen soll und abhauen soll gefälligst. Die Schweinebacke. Mollenbrüder, der Opa sagt, du sollst rauskommen und abhauen, die Schweinebacke. Ja, und? Was passiert denn sonst? Hey. Opa, der Mollenbrüder, wir wissen, was Aua, Herr Werner! Tschüss. Ja, was ist denn noch, ihr postsozialistischen Einheitsfuchtel? Was passiert denn noch, wenn ich nicht rauskomme? Das geht Sie gar nicht an, Mollenbrüder. Hast du gehört? Das geht dich überhaupt nicht an. Ich fordere die Bürger hiermit auf, mich unverzüglich in die Unterhaltung mit einzubeziehen. Das kann ja so passen. Und so ging es weiter bis zum Sonnenuntergang. Sämtliche Kleintiere der Nachbarschaft ergriffen entnervt die Flucht. Nur Wilfried Mollenbrüder zeigte sich unbeeindruckt und hielt Opa Ungers Häuschen weiter besetzt. Aber Opa Unger hatte ja noch seinen Plan. Harry Werner schaffte Zweige und Blätter herbei und half dem Opa, sich als Busch zu verkleiden. Hohohoho, Opa, alt wie ein Baum möchte ich werden. Weißt du, wie du aussiehst? Das ist genauso bläder aus wie ein Baum. Herr Werner, der Zweig zwischen den Beinen, der kitzelt beim Laufen. Na, Herr Werner, wie sehe ich aus? Sehe ich aus wie ein echter Busch? Nö. Wieso denn das? Oh, ein echter Busch hat keinen Hut auf. Oh, scheiße. Fort mit dem Ding. So, und jetzt? Perfekt. Herr Werner, für unseren Plan brauche ich als allererstes die Säge. Geben Sie her, das Scheißding. Jo. Und Sie bleiben hier vorne am Gartentor und halten die Stellung. Opa Unger machte sich leise auf den Weg in den Garten. Harry Werner schaute hinterher, als sich der seltsame Busch mit Spazierstock raschelnd durchs Gartentürchen schob und auf dem nächtlichen Gelände verschwand. Ich möchte echt mal wissen, was das soll mit der Säge. Es dauerte eine kleine Weile, dann war ein seltsames Geräusch zu hören. Es kam aus der hinteren Ecke des Gartens. Die Geräusche aus dem Garten waren indessen auch im Haus nicht unbemerkt geblieben.
Bürger Mollenbrüder, melde gehorsamst verdächtige Geräusche in der Gartenanlage. Ich werde umgehend die Sachlage prüfen. Polizeihauptobermeister Fichtner öffnete die Haustür und trat ins Freie. Er sog einen tiefen Zug der kühlen Abendluft ein. Haha, ein sehr schöner Abend, um das Verbrechen zu verfolgen. Da wollen wir mal. Opa Unger merkte, dass er im Garten nicht mehr alleine war und versuchte so schnell wie möglich wieder in Richtung Gartentüre zu verschwinden. Fichtner war schneller und leuchtete mit seiner Polizeitaschenlampe umher, sodass Opa Unger nichts anderes übrig blieb, als regungslos stehen zu bleiben. Hallo? Ist da wer? Hallo? Sind Straftäter anwesend? Aha, keine verdächtigen Eindringlinge auf dem Gelände. Die Lage ist unter Kontrolle. Und jetzt muss ich mal schiffen. Polizeihauptobermeister Fichtner stellte sich vor einen hübschen Busch und öffnete genüsslich seine Hose. Oh nee, hör auf, du Ferkel! Nanu, ein sprechender Busch, die Zweige hört oder ich schieße! Jetzt blieb Opa Unger nur noch eins. Er holte weit aus und sein Spazierstock sauste mit voller Wucht auf die Mütze des Polizisten. Uah. Hasta la vista, Baby! Träumen Sie was Schönes, Herr Wachtmeister! Opa Unger schleppte den bewusstlosen Fichtner zu Harry Werner. Schauen Sie mal, Herr Werner, was ich Ihnen mitgebracht habe. Oh, klasse, der Fichtner, sag mal, Opa, wie hast du das gemacht? Das war ganz einfach, Spazierstück auf die 12 und voll durchgezogen. Jetzt sag mal, was machen wir denn jetzt mit denen? Ist doch mal ganz klar, ziehen Sie denn die Uniform aus? Hä? Sie sollten die Uniform ausziehen. Bin doch nicht schwul. Mensch, Herr Werner, doch nicht deswegen. Ziehen Sie den Fichtner die Uniform aus und dann ziehen Sie sich die Uniform an. Verstehen Sie das denn nicht? Ach so, ich soll mich wohl als Bulle verkleiden. Machen wir Fasching oder was? Du kommst auf Ideen, du Vollrentner. Machen Sie schon, wir haben keine Zeit. Alles klar. Polizeihauptobermeister Fichtner wurde entkleidet und wieder mit seinen eigenen Handschellen gefesselt. Harry Werner zog die Uniform an und sah ein wenig aus wie ein Schrumpfpolizist, denn die Uniform war ihm viel zu groß. So, Herr Werner. Und jetzt kommt Phase 2 von meinem Plan. Sie haben mir doch das Rizinusöl aus der Apotheke geholt. Klar. Und Spritzen. Klar. Und Quarkhölzchen. Ja, na klar. Was willst du denn eigentlich mit dem ganzen Krempel? Mit der Spritze, da impfen wir sozusagen die Quarkhölzchen und wir spritzen ordentlich Rizinus rein. Verstehen Sie? So wie wir Marmelade in Krapfen rein spritzen, nur dass wir eben keine Marmelade nehmen, sondern Rizinus. Und was dann passiert? Der Mollbrüder kriegt die totale Scheißerei. Das ist total klasse. Opa, du Fetz. Und Ihre Aufgabe, Herr Werner, ist es, den Mollbrüdern die Dinger jetzt unterzujubeln. Harry Werner schlurfte in seiner zu großen Uniform los und klingelte mit dem Teller Quarkkeulchen an der Türe. Jo, wer ist da? Hallo? Hier ist der... Der Dings hier, na, sag mal schnell, der Bulle. Fichtnerchen, sind Sie das oder was? Na klar, genau, ich bin's, mein Bruder. Na gut, dann werde ich ihn mal aufmachen. Ja, und ich hab da irgendwas mitgebracht, mein Bruder. Jo, was ist das denn? Ja, das sind Quarkhölzchen. Die schmecken vielleicht total klasse und die sind auch gut für den Verdauung. Jo, sagen Sie mal, wo haben Sie den denn her mitten in der Nacht? Ja, das ist ja sozusagen ein Friedensangebot von den Opa und den anderen Idioten. Dann haben die endlich aufgegeben oder was? Ja, dann lassen Sie mal gleich probieren, her mit den Quarkhölzchen. Lass doch schmecken, mein Bruder. Mmh. Ah, das schmeckt ja ausgezeichnet. Ah, Herr Fichtner, vorsichtig. Geben Sie mal gleich noch eins hier. Ah! Mein Bruder, du kannst den ganzen Teller behalten. Ich gebe dir den Opa. Was? Wohin? Ich gehe in den Garten bewachen, meine ich. Ja, blöd. Streife Löwen, weißt schon, aufpassen nicht so, die ganze Palette. Ja, machen Sie sich gut. Ah, oh, schmeckt das geil. Wunderbar, wunderbar, Quarkkeulchen. Wilfried Mollenbrüder war auf Harrys Verkleidung reingefallen und hatte die Quarkkeulchen ratzeputz aufgegessen. Opa Unger freute sich, dass der Plan funktionierte. Und tatsächlich waren bald merkwürdige Geräusche aus dem Haus zu hören. Oh, nee. Was soll denn die Scheiße jetzt? Was ist denn die... Herr Werner, hören Sie mal. Ich glaube, es wirkt. Es wirkt. Ich höre es. Es wird über der Platz bleiben. Oh. Wilfried Mollenbrüder war in Eile. Wie von der Tarantel gestochen, rannte er pupsend durch den Garten zu einem kleinen Holzhäuschen mit Herz in der Tür. Opa Ungers Plumpsklo. Gucken Sie mal, Herr Werner, jetzt muss er aufs Klo. Soll ich mal einen schnappen, oder was? Nein, nein, noch nicht, Herr Werner. Oh nee, Plumpsklo, auch das noch. Scheiß dir denn nach. Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, hurra, es hat geklappt, Herr Werner. Und wissen Sie, was das Allerschönste ist? Nee. Wissen Sie, was ich gemacht habe vorhin?
Nee, sag mal. Ich hab einen Sitz im Scheißhaus angesehen. Wir haben ihn! Genau. Opa Ungers Plan war geglückt. Gemeinsam mit Harry Werner rannte der Opa zur Ruine seines Toilettenhäuschens. Vorsichtig beugten sich die beiden über den Rand der Grube, in deren stinkender Tiefe Wilfried Mollenbröder bis zum Halse in der Scheiße saß. Na, Herr Mollenbröder, das Blatt hat sich gewendet. Passen Sie mal auf, Rentnerchen, jetzt lassen Sie mich hier raus. Nee, ich lasse Sie nicht raus. Bitte lassen Sie mich raus, ich tue auch alles, was Sie wollen. Dann aber mal ganz fix her mit dem Vertrag, Sie Kanöfe. Oh nee, nicht den Vertrag, ich will dein Häuschen behalten. Alles klar, von mir aus können Sie gerne hier unten rumstinken bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Kommen Sie, Herr Werner, wir hauen ab. Nee, bleiben Sie hier, hallo. Schauen Sie, haben Sie Ihren Scheißvertrag. Herr Mollenbröder, herzlichen Dank. Schauen Sie mal, Herr Werner, in meinem Blitzlöschen ein Papierschnipsel. Den Vertrag gibt's nicht mehr. Herr Werner, hurra, wir haben's geschafft. Ja, ich weiß, we are the champions. Hoho, geil, aber du bist klasse. Hallo, ey, hilft mir mal jemand aus der Scheiße raus hier, oder was? Herr Werner, ne bitte. Helfen Sie der Mollenbruder bitte aus der Scheiße. Töf oder was? Ich fass den nicht an. Und so konnte Opa Unger weiter in seinem schönen kleinen Häuschen wohnen. Wilfried Mollenbröder ging zurück nach Westdeutschland und man sagt, er habe noch einige Wochen etwas unangenehm gerochen. Polizeihauptobermeister Fichtner wurde vom Polizeihauptobermeister zum Polizeihauptübermeister befördert und hat heute zwei dicke Kinder mit einer Fleischerei-Fachverkäuferin aus Spitzkunnersdorf. Opa Unger und Harry Werner bohrten im Garten nach Öl und machen seitdem im Keller ihr eigenes Benzin. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie noch heute vor Opa Ungers Häuschen und trinken zusammen eine schöne, heiße Tasse Erdöl. Das war eine sehr schöne Geschichte. Herr Werner, passen Sie auf, darauf müssen wir jetzt ins Saufen gehen. Genau, Opa, los! Herr Werner, das war wohl eine Geschichte. Der Lukas erzählt eine Scheiße, wenn der Tag lang ist. Ja genau, Erdöl im Garten. Das war der Mollenbröder, weißt du? Wer bist denn halt in der Scheiße, die Sau? Das hat mir vielleicht gefallen. Weiß ich in der Scheiße? Ich möchte ja gerne mal wissen, wie der einfach so viel Quatsch kommt, der Lukas. Also, was stimmt doch mit dem nicht? Na, er ist gebeutelt, wenn du mich fragst. Ja, vielleicht schon als Kind oder so.